Irgendwie zwingt jetzt Twitch meine Kilobits runter, keine Ahnung. Irgendwas stimmt hier alles nicht. Sorry, Leute, das ist gerade ein bisschen. Twitch hat jetzt versucht, meine Bitrate zu canceln. Muss ich erstmal wieder runterschrauben, tatsächlich auf die 6000, was. So, aber wir starten jetzt nochmal. Also eigentlich übertrage ich so im Schnitt mit 6,2, was eigentlich durchgeht. Aber irgendwie haben sie es jetzt runtergedrückt, keine Ahnung warum. Vorhin war ich natürlich ein bisschen hoch. Kann sein. Da hat das auf einmal Fahrt aufgenommen. Der CPU wollte jetzt auch immer was tun. Dem war so langweilig. Nee. Ich glaube, wir machen gleich groß hier. Ach, what? Jetzt sind die hostile. Ich wusste es. Was sind denn das für Makaken? Geh mal kacken, Alter. Es war vorhin irgendein Problem, würde ich sagen. Also, ich glaube, man kann die sozusagen so tamen, dass sie jetzt nicht einen sofort einen von den Kopf kloppen. Aber mehr ist da auch nicht drin. Und die sind ja die ganze Zeit nur hinterhergerannt. Wussten gar nicht, was sie machen sollten. Das war irgendwie ein Ladebug. Hier wusste nicht mehr, was es machen soll. Aber ich brauche irgendwas zu fressen. Ganz dringend. Wortwörtlich, ich muss mal gucken. Nass bin ich so oder so. Durchgefroren auch. Tief nass. Gibt es wenigstens ein paar Austern. Deine. Ja. Hier auf der Seite gibt es keine.
Demnächst kippt er einfach um. Stimmt, na, da sind die immer noch. Aber ich muss erst was essen. Versuchen jetzt meine Hütte da in den Arsch zu machen. Egal. Shut up. Und dann tschüss. Nee. Nee. Immer eh habe ich. Vielleicht hier noch Glück mit ein paar Austern oder so. War noch irgendwo welche? Los. Die Austern aus. Da kann man sich davon tot essen auch. Dann hier alle. Wie war das mit der Fischreuse? Kann man die im Salzwasser oder im... Die rennen hier immer noch rum. Ich weiß auch nicht. Das ist so magisch. Scheiß Tür. Ey.
Wie viele sind denn das? Bin ich hier schon im Endgame oder was? Was machten die denn? Ich siedel um. Kann ich die Flasche nicht auffüllen? Scheint leer zu sein. Ist doch nicht kaputt. Aber das backt doch nur rum. Noch da? Die sind alle da drin, aber. Endlich sind die nicht wirklich. Headshot und der ist nicht tot. Was war denn das jetzt? Oh, oh. Jetzt bin ich aber scheiß am Arsch. Kann das mein Tod sein? Wie sind denn das?
sind denn das für welche? Müssten die erledigt sein, oder? Warum kann ich die nicht hochnehmen? Du, aber ein Glück, Alter. Man nicht mal zacken. Jetzt ist die Frage, wie spät es ist. Hallo? Achso, ich dachte schon, der Sound funktioniert nicht. Ich dachte, ich rede hier stumm. Hallo? Hier ist absolut Highlife gerade. Wenn ich auf die Bude da gucke, sehe ich meine Anzeigen nicht. Wenn ich jetzt hier lang gucke, alles gut. Hm.
glaube, das liegt an dem Feuer. Bin mir jetzt nicht ganz hundertprozentig sicher. Muss ich die echt alle killen? Wir helfen ihm mal, wa? Das braucht sehr ewig. Und irgendwann müssen wir die Befestigung machen. Also so richtig wirklich umziehen will ich noch nicht. Sondern eher eine Secondary Base oder so machen. Komm schon.
Ja, ein Schutzwall. Die fucking Tür darf ich gar nicht haben. Ohne Schutzwall. Genau das. Deswegen waren diese Ingos hier ja vor. Oh nein. Ich dachte schon, ich back da rein. Von meiner Base, weißt du? Die. Ich glaube, das ist einer der Aggressionspunkte. Wenn du ein Building hast und eine Tür, da versuchen die da reinzukommen und das zu zerstören irgendwie. Deswegen brauche ich erstmal einen Wall. Deswegen soll der ja sammeln hier. Aber zu essen brauche ich auch andauernd. Andauernd und 3 Tage. Mann! Ey, das ist so ein Downdrift, der Bogen, der schießt überhaupt nichts. Muss er ja bald jemand anrennen. Komm damit nicht so richtig klar. Ist ja nicht. Hier musst du alles, eigentlich musst du alles überzielen. Siehst du? So, jetzt bin ich echt am verhungern und verdursten wieder. Zumindest ist es nicht mehr Winter. Yeah. Ist mir gerade jetzt so aufgefallen. Ich muss hier echt noch ein bisschen trainieren mit dem Bogen. Jetzt fängt es wieder mit dem Regnen an. Jetzt bin ich aber die Mistviecher los. Mal gucken, ob ich jetzt eine Falle mehr aufstellen kann. Würde ja schon mal helfen bei dem Problem.
Nicht schon wieder, Mann. Alter, gehen die mir auf den Sack. Die hören ja gar nicht mehr auf. Da kommt der nächste. Tot? Ja.
Mann, da bin ich am Verhungern. Nur weil ich Leichen hier wegschleppe. Okay, jetzt verstehe ich wieder gar nichts mehr.
Das ist eine Fischreuse, da steckt Fisch. Da jetzt ein Fisch drinne oder nicht? Wahrscheinlich nicht. Aber ich brauche irgendwas zu essen, sonst. Da kommt schon wieder so ein Heiner. Alles klar. Ja.
Okay. Ich glaube, mir wird langsam Rücken und Hintern wieder. Okay. Kriege ich nicht. Noch nicht so richtig auf die Kette, wie das funktioniert. Ich weiß, dass das alles Zeit braucht, aber. Und ich glaube, die Fischreuse länger als Kleintierfalle, aber. Wenn sie mir sagt, dass da irgendwas drin ist, werden wir sehen.
Möhre habe ich nicht gesehen. Auch ein bisschen Vorrat. Nicht, dass ich wieder verhungere. So, was machen wir jetzt mit dem? Ich brauche noch mehr Holz und dann die Palisaden.
Warum ist denn die wieder so komisch? Bisschen vorbereiten. Dann machen wir jetzt die Palisaden. Mal gucken. Aber lange wird es heute nicht mehr, glaube ich. Wow. Irgendwie das hier mit den den Balen. Ein bisschen nervig. Gesagt, zugeben. Kann man das denn nicht anschließen? Könnte man Palisaden nicht an die Gebäude anschließen? Ugh!
Also mit dem Dreibein sieht es ja interessant aus, aber...
Jo.
Jo, das nimmt kein Ende. Ist schon, als ob ich Endgame hätte hier, aber ich habe ja noch nicht mal irgendeine Waffe gefunden. Ich war noch nicht mal in irgendwelchen Bunkern oder so. War klar. Ach ja. 16 Tage, 3 Stunden, 26 Minuten. Ich mach das hier Ende heute. Ist egal. Wir machen nächstes Mal weiter. Ich weiß noch nicht mal, wo ich geladen habe, gespeichert habe. Wie spät haben wir denn das jetzt? Ja, reicht auch. Also von mir aus sage ich dann erstmal gute Nacht. Ich habe keinen Bock mehr. Um ehrlich zu sein, jetzt auf Sons of the Forest. So, für mich. Gute Nacht, würde ich sagen. Reicht mir nochmal. Also, wer jetzt noch dazu gekommen ist, für mich ist heute Feierabend. Keine Lust. Den wollte ich noch pieken. Und irgendwie ist das schon echt seltsam. Ich glaube, es gab ja auch den ganzen Stress. Wegen diesen über vielen Horden sozusagen, dass die dann anfangen, so penetrant zu werden, dass das eigentlich dann nachher nicht mehr spielbar ist, wenn du irgendwie einen von den Viechern gekillt hast. Aber das hatten sie, glaube ich, in den Patch Notes schon runtergestellt. Auf jeden Fall sollten die Mudmans nicht mehr so aggressiv sein, dass die dann nicht so viele werden und dich nur verfolgen. Aber bei der, das ist ja immer hier diese Golden Mask und komm ja nur an. Jo, ich sag dann auch, ich mach da mal den Ingen.
Oh, ja, bin auf jeden Fall müde. Ja, morgen, keine Ahnung. Das hat auf jeden Fall irgendwie alles durcheinander geworfen, dass der Server jetzt noch nicht startet. Dann mache ich den Hardcore-Survival auf jeden Fall, wahrscheinlich. Und morgen mache ich keinen Sons of the Forest. So, morgen geht's auf jeden Fall in DayZ. So. Dann drücke ich mal das Käppchen. Wow. Und sag gute Nacht. Bin raus, bis morgen.